Heute geht es um ein Thema, das mich seit einigen Monaten sehr beschäftigt, und zwar Ausmisten, Ordnung halten und Minimalismus als Familie. Ich bin definitiv kein ordentlicher Mensch und ehrlich gesagt bin ich das auch noch nie gewesen. Ich habe schon immer super gern Sachen gekauft und konnte mich ganz, ganz schwer von meinem Besitz wieder trennen. Als ich dann irgendwann in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, wollte ich das unbedingt ändern und ja, es hat genau 2 Wochen gehalten. Und dann bin ich irgendwann mit meinem Mann zusammengezogen und auch da wollten wir viel, viel ordentlicher werden. Aber ja, wenn 2 Haushalte zusammenkommen, ihr kennt das bestimmt, das hat wieder nicht funktioniert. Dann kamen die Kinder und dann müssen wir ja endlich ordentlicher werden und nicht mehr den ganzen Tag aufräumen, weil wir müssen ja ein gutes Vorbild sein. Die Wahrheit ist, unser Haus hier ordentlich zu halten, ist für mich eine der schwersten Aufgaben überhaupt und irgendwann fing das Ganze auch an, sich mental bei mir auszuwirken. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp, ich ziehe jetzt die Reißleine. Ich möchte wissen, warum ich ständig am Aufräumen bin, warum es mir so unglaublich schwer fällt, Sachen nach dem Benutzen einfach wieder wegzuräumen und vor allem auch, warum es sich mental so sehr auf mich auswirkt. Ich überlege schon eine Weile, wie ich dieses Thema hier anspreche, aber es ist mir wichtig und ich denke, es steht in einem direkten Zusammenhang, um nachhaltig als Familie leben zu können. Denn auf diesem Weg weg vom Konsum und hin zu einem minimalistischeren Alltag bewegen wir uns ja ganz automatisch auf ein bewussteres und nachhaltigeres Leben zu. Außerdem glaube ich, dass ich damit nicht allein bin und es vielen Familien so geht, dass sie manchmal das Gefühl haben, einfach in Kram zu versinken. Daher habe ich mich entschieden, euch jetzt an meinem Weg teilhaben zu lassen und vielleicht können wir ja auch den Weg gemeinsam gehen und uns in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Das fände ich sehr, sehr schön. Und davor erzähle ich euch noch von meinem allerersten Schritt zu weniger Zeug und mehr Ordnung. Das ist jetzt schon eine Weile her, also es ist nicht frisch, aber es hat damals einen riesen Mindset-Wechsel in mir ausgelöst und deshalb würde ich euch davon sehr, sehr gerne erzählen. Die naheliegendste Lösung für die allermeisten wäre wahrscheinlich einmal komplett radikal auszumisten und alles einmal aus den Schränken zu ziehen und einfach weg damit. Da stimme ich voll und ganz zu, da wäre ich sofort dabei. Das große Problem ist, als Familie hat man halt nicht so viel Zeit auf einem Haufen und wenn man ausmisten will, dann benötigt man halt einfach Zeit und auch Manpower, denn ganz ehrlich, ausmisten will geübt sein und es gibt Menschen, die können das ganz, ganz schnell und dann gibt es Menschen wie mich und ja, ich musste das erst ganz hart lernen, zumal es ja auch etwas Bewusstes und Langanhaltendes sein soll. Was mir am Anfang die Augen geöffnet hat, war die Silent-To-Do-Liste. Das geht auf den Autoren Fumio Sasaki zurück. Und die Annahme dahinter ist einfach, dass alle Dinge, die um dich herum liegen, quasi immer eine Botschaft an dich senden und still, heimlich und leise deine eh schon bestehende To-Do-Liste mit weiteren Sachen füllen. Und ich denke, das kennen wir auch alle, wenn man abends da sitzt und das Geschirr flüstert, hey, du musst mich noch abwaschen. Oder da hinten in der Ecke steht eine Sportmatte und die ruft, hallo, du wolltest Yoga machen, wie sieht's denn aus? Dann ruft dein Handy aus der anderen Ecke, hey, du musst noch Social Media checken, da könntest du ja irgendwas verpasst haben. Und dann ist da natürlich noch die Wäsche zum Beispiel. Wer kennt es nicht? Dreckige Wäsche, die irgendwo im Wäschekorb liegt und ruft, hallo, ich möchte gewaschen werden, bitte räum mich weg oder repariere mich, wenn ich kaputt bin. Ich denke, solche Sachen, diese Alltagsaufgaben, das kennen wir alle. Aber auch andere Kleinigkeiten, die wir nicht so oft sehen, senden Botschaften. Zum Beispiel sendet auch die saubere Wäsche, die bei uns im Schrank hängt, irgendeine Botschaft an uns. Beispielsweise, hey, warum hattest du mich so lange nicht an? Ich war super teuer, warum trägst du mich nicht? Oder hallo, ich hänge hier schon seit einem Jahr, du wolltest abnehmen, was ist denn los? Jetzt mach das doch endlich mal, damit du mich wieder anziehen kannst. Solche Sachen sind natürlich unterschwellig immer dabei und belasten einfach enorm. Und ja, das war jetzt sehr überspitzt formuliert, aber jeder Gegenstand hier schickt dir quasi irgendeine Botschaft. Und das können positive Botschaften sein, zum Beispiel wenn da hübsche Dekoration steht oder dein Lieblingsbuch oder Fotos, die du gerne magst, dann ja, verknüpfst du das mit dieser schönen Erinnerung und dann schicken die dir positive Botschaften oder auch das Lieblingsspiel von dir und deinen Kindern. Diese Dinge machen zwar auch Arbeit, aber das macht uns nicht viel aus, denn beim Abstauben oder Wegräumen von diesen Sachen hören wir diese positive Nachricht, die sie aussenden
Und das macht uns glücklich. Okay, wer von euch musste gerade an Marie Kondo denken? Tatsächlich ist der Gedanke gar nicht so verkehrt. Denn Marie Kondo fragt ja immer, does it spark joy? Also löst es Freude in dir aus? Deshalb muss man bei ihr auch alle Teile, die man aussortiert, in die Hand nehmen und einmal hineinspüren, ob man so eine innere Connections dazu hat. Im Grunde ist das sehr, sehr ähnlich. Mir fiel der Gedanke aber immer leichter, mich zu fragen, was dieser Gegenstand mir gerade sagen will, als ihn in die Hand zu nehmen und in ihn reinzuspüren. Denn klar, Sachen, die ich liebe, die erkenne ich auch sofort. Da habe ich dieses innere Gefühl sofort da. Aber was ist mit Sachen, die ich nicht liebe, die aber einfach, ja, trotzdem in meinem Haus bleiben müssen? So Arbeitskleidung, Küchenutensilien, solche Sachen halt. Da gibt es halt kein Bing-Gefühl. Das große Problem ist jetzt, dass die meisten Gegenstände in unserem Zuhause eher negative und auffordernde Botschaften senden und nicht so viele positive. Und bevor ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich das alles als einen riesengroßen Berg an Aufgaben wahrgenommen und wusste gar nicht, woher das jetzt kommt und wie es dazu gekommen ist und wo ich anfangen sollte, und stand einfach vor diesem Berg und war total überfordert. Wer kennt's? Wenn jetzt aber klar ist, dass jedes Teil, das hier rumliegt, eine Botschaft sendet, dann kann ich einfach zuhören und mir konkrete Fragen stellen. Ist es eigentlich okay, dass dieser Gegenstand mir jetzt diese Message sendet, und will ich darauf hören? Oder werde ich ihn einfach los und misste ihn aus? Dadurch bin ich mir einfach klarer geworden, was ich denn alles besitze, und hatte die Möglichkeit zu filtern und einfach, ja, viel bewusster in diesen Prozess des Ausmistens zu gehen. Als dieser Schalter umgelegt war, war es viel, viel einfacher, die Sachen einfach gehen zu lassen. Ein Beispiel: die Sportmatte da hinten in der Ecke, die ruft immer wieder: Hey Sabrina, du wolltest doch Sport machen, wie sieht's denn aus? Hast wieder mal versagt, was? War ja klar, dass du das nicht hinkriegst. Und das jeden Tag. Jetzt gibt es genau drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Nummer 1, ignorieren. Das funktioniert nur leider irgendwann nicht mehr ganz so gut und drückt dann doch auf die Stimmung. Nummer 2, ich etabliere eine neue Routine für mich und benutze die Matte öfter, mache Sport damit und gebe ihr im besten Fall eine positive Resonanz, weil ich mich ja dann gut fühle, weil ich was getan habe und sie einfach eine komplett andere Botschaft sendet als vorher. Oder Variante Nummer 3, ich gestehe mir ein, dass ich Sport mit diesem Ding hier einfach furchtbar frustrierend finde und werde sie los und benutze dafür einen Gegenstand, den ich lieber mag und der positive Emotionen aussendet, zum Beispiel mein Fahrrad. Wenn du viel Unordnung zu Hause hast, dann fühlst du dich ganz bestimmt oft wie erschlagen davon. Ich kenne das so, so gut, und manchmal hat man halt einfach das Gefühl, es wird überhaupt nicht besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem ich diese Silent-To-Do-Liste nach und nach abhake am Tag, dass ich abends einfach viel entspannter bin, weil viele Sachen, die sonst immer wieder fett und fetter auf diese Liste gesetzt wurden, ohne dass ich das richtig mitbekommen habe, halt einfach gar nicht mehr da sind. Ich weiß, das Ganze klingt im ersten Moment ein kleines bisschen komisch, aber es hat mir wirklich geholfen, mein Mindset zu verändern und einfach, ja, diesen Twist zu kriegen, endlich ins Handeln zu kommen und endlich loszulegen. Vorher stand ich halt, wie gesagt, vor diesem riesengroßen Berg und war wie gelähmt, und es war einfach so viel, und jetzt sind es kleine Teile, die ich nach und nach angehen kann. Das kann man bestimmt auch durch andere Methoden erreichen, definitiv, aber ich bin ein sehr visueller Mensch, ich stelle mir gerne Sachen vor, und mir hilft es wirklich sehr, halt in diesen Botschaften zu denken. Das macht es für mich wesentlich einfacher, Sachen gehen zu lassen, und vorm Ordnen und Organisieren kommt nun mal das Ausmisten, und so bin ich nach und nach auf dem Weg, immer ein Stückchen weiter zu einem nachhaltigeren, minimalistischeren Leben, und auch mein Konsumverhalten hat sich dadurch einfach grundlegend verändert. Das erzähle ich euch in einem weiteren Video nochmal. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann abonniere gerne den Kanal, dann wirst du informiert, wenn das online geht. Ich würde mich über deine Gedanken zum Thema in den Kommentaren sehr, sehr freuen, und nicht vergessen, wir verdienen alle ein Zuhause, in dem wir uns wirklich wohlfühlen und das eine Kraftquelle für uns ist, und zwar immer, und nicht tausend unerledigte Aufgaben für uns bereithält.